Voraussetzung für ein aussagekräftiges Ergebnis ist eine sorgfältige Probenahme. Prüfen Sie daher zu Beginn Ihr Probenahmeset auf Vollständigkeit. Planen Sie Ihre Probenahme für den Schwefelwasserstofftest in der ersten Wochenhälfte ein, idealerweise montags oder dienstags. Denken Sie daran, Ihren Kühlakku mindestens einen Tag vor der Probenahme einzufrieren. Füllen Sie das Auftragsformular aus bzw. prüfen Sie das schon vorausgefüllte Formular auf Vollständigkeit und Korrektheit Ihrer Daten. Bei der Entnahme aus einem Wasserhahn befüllen Sie die Probeflasche möglichst langsam bis zum Rand und ohne Luftüberstand. Um die Probe für den Transport zu stabilisieren, lassen Sie das Natriumhydroxidplätzchen, auch Ätznatron genannt, aus dem Röhrchen in die bereits gefüllte Probenflasche fallen. Achten Sie bitte darauf, das Plätzchen nicht zu berühren. Verschließen Sie die Probe danach sofort. Dabei sollte sowohl die Deckelinnenseite als auch das Schraubgewinde nicht mit den Händen berührt werden. Beschriften Sie das Etikett auf der Probe mit dem Probenahmedatum und Ihrem Namen. Bitte beachten Sie bei Außenwasserhähnen, dass die Probe direkt am Auslauf genommen wird. Angeschlossene Schläuche sollten nach Möglichkeit vorher entfernt werden. Bei Teichwasser oder zugänglichen Brunnen nehmen Sie die Probe ca. 30 cm unter der Wasseroberfläche. Der Versand sollte am Tag der Probenahme erfolgen, da die Probe innerhalb von 3 Tagen bei uns eingehen muss. Für den Versand nehmen Sie den mitgelieferten Kühlakku aus dem Gefrierfach und legen Sie den gefüllten Probebehälter auf den Kühlakku. Packen Sie nun die Probe zusammen mit dem Kühlakku in den isolierenden Beutel. Anschließend verpacken Sie diesen gemeinsam mit dem unterschriebenen Auftragsformular in dem Päckchen. Zur Vorbereitung auf den Rückversand können Sie gerne das von uns beiliegende Adressetikett nutzen und dieses auf das Päckchen kleben. Bitte achten Sie beim Rückversand des Päckchens darauf, dass es von Ihnen durch einen Versanddienstleister noch ausreichend frankiert werden muss. Die Analysedauer beträgt nach Laboreingang circa 1 Woche. Danach erhalten Sie Ihr Analyseergebnis sowie die Rechnung per E-Mail. Bei Fragen zu Ihrem Befund beraten wir Sie gern telefonisch in einem persönlichen Gespräch oder per E-Mail. Ihr Raiffeisen Laborservice.